Herzlich willkommen zurück zu Tyranny, wo wir beim letzten Mal unsere Gruppe komplettiert haben, indem wir ein viertes Gruppenmitglied aufgenommen haben. Tatsächlich ist es unsere Maximalgröße in der Gruppe ist 4. Aus, keine Ahnung, Gründen vielleicht. Affirmative. Ich bin mir nicht ganz sicher, was die Gründe genau sind. Ich finde, ich werde mich, glaube ich, bitte nochmal darüber echauffieren, dass ich das eigentlich für eine dumme Idee halte, das auf 4 zu reglementieren. Zurzeit sind wir auch relativ klischeehaft aufgestellt mit Tank. Sowas wie Schurke, sowas wie Offensivmagier, sowas wie Heilermagier. Schauen wir mal weiter. Jetzt haben wir einige nicht ganz so klischeehafte Aufgaben, um uns hinter uns zu bringen. Wir sollen hier diese Siedler davon überzeugen, sich dem Chor anzuschließen. Bin mir nicht ganz sicher, ob das besonders viel Erfolg haben wird, aber wir werden es zumindest mal versuchen. Als du entlang des Dorfes gehst, hast du das Gefühl, als würdest du aus allen Richtungen beobachtet werden. Entfernte Schritte hallen von den Mauern des kleinen, vermeintlich verlassenen Dorfs wieder. Ihr müsst euch nicht verstecken, ich bin nicht zum Kämpfen hier, ich suche nur das Gespräch. Holzbacken eines Hausdachs mit Norden knarzen unter jedem Mann das Gewicht. Hinter dir raschelt ein Baum. Bin gekommen, um euch die Erlösung im scharlachroten Chor anzubieten. Ich werde mein Bestes tun, um euch alle zu retten. Bei diesem Unterfangen könnt ihr mir aber gerne helfen. Geh nach Hause zu deinem Oberherrn! Brüllt eine Stimme vom Hausdach. Und ich habe das Gefühl, wir werden angegriffen. Tut mir leid, Freundchen, aber lebend kommst du nicht weg. Wir werden deinen Kopf in den Norden schicken. Die Leute sollen sehen, was mit denen passiert, die in unsere Landen einfallen. Verdammte Idioten. You got it. So, könntest du die mal auf dich bringen? Wen greifst du an? Greifst du mich an? Das habe ich nicht ganz so schlimm. Du greifst auch mich an. Kannst du mir mal den Bogenschütze vielleicht wenigstens abnehmen? Das wäre nett. Ist das weit weg? Dann lassen wir das mal. Kriegst du die beiden? So, du greifst den an. Ich helfe euch dabei. Ist relativ geschützt vor Feuer, von daher lasse ich das mit dem Feuer mal. Jetzt werden wir einfach hier unsere Bombo-Kombo machen. Alright, let's do this. Afraid of death? Heilzauber. Ich habe mittlerweile so viel Scheiße. Ja, ich habe auch noch Heilzauber. Ich muss meine Leiste gleich mal ein bisschen aufräumen. Gar nicht schlecht. Jetzt aber der Hälfte der Schwertlinge denselben Leichenhaufen aufgeschichtet, aber. Ach, wir sind nur meine Manier. Man sollte keine hilfreiche Hand kritisieren, die einem so großzügig gereicht wird. Lass mir aufrichten, aufrichtigsten Dank dafür, dass du diese Vendrien-Pissameisen für mich ausgenommen hast. Gern geschehen. Trotzdem bin ich eigentlich hergekommen, sie für den Chor zu rekrutieren. Ein Gemetzel hatte ich eigentlich nicht im Sinn.
Ach, wir haben schon, was wir brauchten. Die Willigen. Wir sollten auf mehrere bewaffnete Kämpfer an ihrer Seite. Wir hätten ja oft ein neues Gesicht können den Rest vom Beitritt überzeugen, aber leider nein. Naja, man kann sie nicht alle kriegen, was? Naja. Ich scheine deine mächtigen Rekruten trotzdem alle getötet zu haben, tut mir leid. Na, passiert eben mal. Schau mal, du hast dir einen Gefallen getan. Es war eine echte Freude, dich kämpfen zu sehen. Wir werden hier aufräumen. Danke für die Unterstützung, Schicksalsbinder. So. Solange ich weiß, dass ich diese ganzen Multifähigkeiten habe, muss ich die nicht unbedingt auf der Leiste haben. Ich werde, glaube ich, das mit Lyra werde ich, glaube ich, häufig genug einsetzen, dass ich das drauf lasse, aber mit Barek nicht unbedingt. So. Mal ein bisschen umsortieren und so. Gut. Machen wir mal alle Buff-Zauber auf Rang auf Position 4. Dann brauche ich einfach nur 4 durchdrücken und dann hat sich das. So. Ja, so. Gut. Let's be off. Ja, ja. Wir gehen aber eben noch hier den ganzen Krams untersuchen. Bevor wir gehen. Was machen wir, einen Stufenaufstieg zu bewundern? Dann machen wir das mal. So, weiter Magie oder ein bisschen Führung. Eigentlich ist Feind markieren nicht schlecht. Dann können wir immer, wenn wir Stoß ausführen, erhalten unsere Verbündeten noch einen Genauigkeitsbonus. Also von 20. Das heißt, wir können selber besser treffen und unsere Kollegen auch. Von daher machen wir das. Gibt uns einen Grund mehr, das einzusetzen. Los, meine ich damit, mit das. So. Weiter geht's. Einmal kurz hier durchs Dorf gehen, um zu schauen, ob irgendwelche verdeckten Sachen irgendwo noch vielleicht sich verstecken. Möglicherweise verschwende ich nur unsere Zeit. Oder habe ich wenigstens kein schlechtes Gewissen, dass ich vielleicht irgendwas übersehen habe. Anscheinend ist hier aber nichts. Na gut, dann gehen wir. Dann gehen wir als nächstes in die Wildnis, würde ich sagen. Das sieht mir nach Chor. Leuten aus. Stärkung, endlich hier lang. Wir müssen. Schwester Lyra, was habe ich getan, um eine solche helfende Hand verdient zu haben? Fünfter Auge hat ja wirklich Humor, dich zu schicken. Lyra wirft mir einen kalten Blick zu, sagt aber nichts. Ja, beide kennt einander. Ach, der gehörte zu meiner Gruppe, bis er sich vor der Bande von Totenlocker angeschlossen hat. Mutterlose Schwein hat nicht mal den Mumm, um mir das Recht auf Abschied zu kämpfen. Er packte einfach seine Sachen und floh mit eingezogenem Feiglingsschwanz zwischen seinen fetten Beinen. Eine schlaue Entscheidung war es auch noch. Wie viel hast du unter deinem Kommando schon verloren? Ich habe euch versprochen. Stimmt, warst du nur für die meisten Tode verantwortlich. Das Ableben durch die eigene Inkompetenz kann man ja nicht ausschließen. Anscheinend hat Totenglocke meinen Rat nicht befolgt, dich zu kastrieren oder deine Ausbrüche in den Griff zu bekommen. Entschuldige dich jetzt. Sofort. Tja, Teller ist es nicht wert. Ich habe besseren Gold zu befriedigen. Ihr Lager ist leicht da drüben. Und wir behalten sie schon seit den letzten Tagen im Auge. Manche von ihnen sind ein paar Stunden aufgebrochen. Zur Nahrungssuche, vielleicht zur Patrouille. Aber wir sind noch nicht zurückgekehrt. Wäre aber klug, jetzt zuzuschlagen und sagen, dass sie aufgeteilt sind. Okay, und was habt ihr für einen Plan? Zwei der Bande habe ich in den Bergen verloren. Wir sind schon seit Tag auf halben Rationen. Bis wir nicht eine viel größere Truppe zusammenbekommen, werden wir keinen Kampf gewinnen können, den wir beginnen. Da du jetzt hier bist, wird sich meine Bande zurückhalten und nach Schwierigkeiten Ausschau halten. Vielleicht können wir ihn zustoßen, sollte es haarig werden. Zu feige für den Kampf? Ich sehe schon, wie es ist. Ja. Wenn ich schon die Leben meiner Bande wegwerfen soll, dann wenigstens im Angesicht auf etwas viel Großartiges und Profitableres. Meine Bande und ich werden in der Nähe lauern. Wenn du angreifst, werden wir auf sie reinbrechen und dabei helfen, Florian gefangen zu nehmen. Keine Sorge, ich werde die anderen wissen lassen, dass du die schwere Arbeit erledigt hast. In der Schlacht trickste ich schon, aber nicht mit meinem Ruf. Das wollen wir mal sehen. Spotted something. Okay. Hier ist eine Mauer, hier ist auch
rein durchkommen. Dann müssen wir wohl bei der Bande da unten durch. I'll be your shadow. So, wir werden jetzt mal hier schleichen, damit das unsere Leute sich langsamer bewegen. Do you have eyes on this? Sehen, wann wir zuschlagen wollen und wann nicht. Also möglicherweise waren die unsere Gegenüber schlau genug und hat Fallen aufgestellt. Ja, man, wär zumindest mal eine kreative Idee. Ein Stab der Titanen. Und Olli! Ach ne. Ich nehm's mal. Ich hab die Dinger noch gar nicht gelesen. Ups. Analysierten Stärke der präzisen Tat. Da haben wir schon einen Gegner. Das sehen die uns noch nicht. Wird sich allerdings gleich ändern. Durch die Ehrenwache. Den. Und ich gebe euch Rückendeckung und so. Simply your champion! Lass nämlich eine Falle neben den. Sehr schön. Den noch fertig machen. Consider it done. Du hast leider gerade gebunden. Könnte sich auch ein bisschen helfen. That was beneath me. So, greifen wir ihn an. Sie? Greifen wir sie? Jetzt ist egal. Es ist zu spät. So, okay. Time to lighten my step. Gegner sind schlau genug, Fallen aufzustellen. Gut zu wissen. Das heißt, wir sollten uns vorsichtig vorbegeben. Und nicht in Gegner plus Fallen rennen, vielleicht? Wenn sich das irgendwie vermeiden lässt, Leute. So, oben haben wir schon wieder Gegner, auf jeden Fall. Do you have eyes on this? Mhm, ich sehe schon. This? Versuch das mal zu entschärfen. Okay. So, dann machen wir wieder. Buff dich, du buffst dich. Buff dich selbst. I'd have no other way. Ja, you got it. Die nicht beide haben, Berek. Ich finde, sie das irgendwie vermeiden lässt. Raven Ash Protect. Gegenseitig an. Das ergibt keinen Sinn, Leute. Gut.
much as I do. So, okay. Ich weiß nicht, wieso meine Charaktere ständig auf die Idee kommen, andere Ziele anzugreifen. Raven Ash protects. Ich der allergrößte Fan davon. Und ich sage, jetzt machen wir das Ziel zusammen kaputt, dann machen wir das eine Ziel zusammen kaputt. Und ich jetzt hier, ich will mal jetzt noch da oben gehen. So, Rüstung, Schmetterstichhieb, ne? Kampfbindung, ich finde Kampfbindung eigentlich ganz nett. Dann kriegen die wenigstens Gelegenheitsangriff von dir. Wenn sie sich von dir entfernen und du die Bindung hattest und so. Of course. Weiter geht's. Time to lighten my step. Gute mal, dass, warum er der Anführer von denen ist, der ist hier in der Mitte. Und da schauen wir uns erstmal hier nach oben noch kurz um. Falls da irgendwas los ist. Im Flüsterschritt. Mir scheint aber, als ob hier oben gar nichts los ist. Also, super. Na gut, dann... Ain't that odd. Bauern des Oberhansen eingetroffen. Hoch mit den Klingen! Schwert in Hand, bereits im Kampf, bellt der Hauptmann der Wendrin-Wache den Kriegern in seinem Lager Befehle zu. Pilox Florian, der eine angelaufene Bronzerüstung trägt, auf seinen Armen zahllose Narben hat, bragt seine Kameraden um Haupteshöhe. Wenn dir dein Leben lieb ist. Warte, ich kenne dich doch. Wie oft Arabus kann es sein, dass ich dein Gesicht kenne? Ist das möglich? Friedensbinder. Zu kommen, mich darüber zu belehren, dass ich meinen Teil der Kapitulation nicht eingehalten habe? Das alles war eine Flüchte, wenn dein Leben lieb ist. Oder bleib stehen und stell dich im Kampf. Die Möglichkeit passt mir auch ganz gut. Es schien mir nur unsportlich zu sein, sie zu erwähnen. Nun, ich habe meine schönste blaue Flagge im Lager zurückgelassen, aber ich würde mich trotzdem gern mit dir unterhalten. Unterhalten möchtest du dich? Gut, sprich. Wenn du was Komisches versuchst, werde ich meine Falk so weit in den Hintern rammen, bis du Bronze schmeckst. Mhm. Und wenn du jetzt wegrennst, dann werde ich den anderen sagen, dass du gestorben bist. Habe ich dich nicht verstanden? Florian, komm mit uns zurück. Ich habe meine Gründe. Psst. Lass mich raten. Deine geschmähten Freunde stehen gleich westlich von ihren Phalanxformationen. Wir laufen direkt in die Arme und sterben schreiend. Denkst du, dass ich dumm bin, um darauf reinzufallen? Dumm ist noch hier zu sein, wenn mehr Truppen eintreffen. Ich verstehe es nicht. Warum sollst du uns entkommen lassen? Warum sollst du deine Meister verärgern? Ja, warum eigentlich? Nun, Chaos möchte nicht über ein entvölkertes Ödland herrschen. Dieser Krieg hat schon genug unsinnige Leben gekostet. Meinst du das ernst mit diesem Scheiß? Hast du irgendeine Ahnung, wie uns zu diesen Wendigen noch aussehen lässt? Unglaublich, ich hatte so meine Zweifel, dass ein Mitglied des Gerichts irgendwas vom Krieg verstehen würde, aber diese traurige Zuschauerstellung zwingt mich, meine Erwartungen noch zu senken. Das ist das Risiko, ein Krieger zu sein. Wenn einen die scharfen Klingen nicht erwischen, dann eines Tages das eigene Gewissen. Hab's heute gehört? Zeit drängt. Steck alles in Reichweite ein, lass den Rest zurück und los geht's. I'll do it for the North. So, plus 10 parieren. Oh, das wäre doch was für dich. Oder ein Weichklopfer. Kein Schenkelklopfer, aber ein Weichklopfer. So. Das ist ein bisschen genauer und schneller. Das hat mehr Schaden und Rüstungsdurchbohrung, ist aber langsamer. Wie wär's mal mit der Axt? So, du wolltest das benutzen. Gehört. Ich könnte den benutzen, aber ich bleib lieber bei meinem Speer. Ich würde mal gerne noch irgendwann ein Schild finden. Ich finde das lustig, dass ich schon so viel Scheiß gefunden habe, aber irgendein billiges Schild noch nicht.
Naja. Oh, ich schätze, der Stab ist besser als das, was ich habe. Ja. Naja, wird auch eine höhere Erholung. Wieso hat er eine höhere Erholung? Naja. So. Nach einem längeren Sprint schreit der Krieger des Scharlachroten Korps mit großen Schritten ins Lager und beginnt zu sprechen. Dann stolpert er nach vorne und fängt schwer atmen, noch gerade den eigenen Zusammenbruch ab. Wir sind unterwegs! Trüffel heute Morgen! Komm zurück! Warte, was zum Geier sind die Eidbrecher? Was ist der Hauptmann? Wo im Namen von Korps ist er? Fünft Auge war doch deutlich genug. Nürn. Ich sehe schon, wohin das führt. Willst du wirklich so vor, dass ich einen Verbündeten dir strengen Schicksalsbinder? Selbst einen vom Chor? Nun, gemäß ihres eigenen Kodex ist mir erstattet, die Schwachen auszulichten, so wie sehr es mir auch beliebt. Aber was ist mit... deinem Brüllen packt Barek Falschenker am Hinterkopf, um dessen Stirn gegen die eigene zu donnern. Die gezackten Eisenstacheln von Bareks Helm schließen dem Chormann die Augen und Nasenlöcher auf. Oh, gut. Ich hatte gehofft, dass es mir einen Vorwand gibt. More tallies to the body count. So. Das ist kein Feuerschutz. Na gut, dann muss man versuchen, um den zu kümmern. Versuchst du den abzulenken. So, niederstrecken. I'll do it for the North. Ein paar Idioten weniger. Die meinen, ich mache ihre Arbeit. Können sie vergessen. Ich lasse jetzt hier kommen und lasse sie für ihre scheiß Feigheit und Schwäche töten. Mit Last töten meine ich. Ich bringe sie selber um. Ne? Du folgst der Straße durch einen kümmerlichen Wald, in dem schiefe Eichen und trockene Tannen sich zum Himmel strecken. Plötzlich hörst du durch die Bäume das Lachen von Kindern. Okay. Verlässt die Straße und schlägst dich auf einem kleinen Nebenfluss des Matani durch, der sich durch den spärlichen Wald schlängelt. Dann entdeckst du vier Kinder, die am Ufer des kleinen Flusses sitzen. Zwei der Kinder sitzen mit Angeln in der Hand auf den Steinen und blicken geduldig ins Wasser. Die anderen beiden knien neben einem Eimer und schlagen abwechselnd Aale auf den Boden, um sie zu betäuben, und schneiden sie in Stücke. Warum soll ich jetzt die Kinder bedrohen? So weit gehen wir noch nicht. Reden wir mal mit ihnen. Sitzt auf dem Wald, wobei du die Aufmerksamkeit der Kinder auf dich ziehst. Sie mustern dich misstrauisch. Der Älteste, fast schon ein junger Mann, bemerkt dein Wappen, zieht die Nase hoch und spuckt einen Rotzklumpen in das Schilf. Darf ich auch mit Aal fischen? Ich hatte ja nicht mal Appetit auf Aal. Anfänglich sind die Kinder zwar etwas misstrauisch, aber nachdem du eine Weile bei ihnen gegessen bist, entspannen sie sich und helfen dir mit dem Köder und warten geduldig auf einen Fang. Schließlich hast du eine Aale am Halken, ziehst das zischende Tier aus dem Wasser und schlägst seinen Kopf gegen einen Stein, bis er sich nicht mehr bewegt. Dankst den Kindern dafür, dass du ihre Angel benutzen durften, und gehst mit dem Fang auf die Straße zurück. Dann sind wir wohl genährt, ne? Okay. So, oh, neue Scheiben von Tudorn.
Ich hab ihm geschrieben, übrigens, erlaubt mir eure tiefste Wertschätzung für diese Chance auszudrücken. Nur weniger im Reich haben die Ehre, mit Archonten zu verhandeln. Und nur ganz wenige die mächtigen Worte des Oberherrn zu verlesen. Ich bemühe mich stets darum, eurer vorbildlichen, weizigen Rechtsprechung nachzueifern. Und bleibe unangeschränkt euer treuer Diener, Success Minister Siren. Siren, das Gericht hat davon erfahren, dass du den Archonten des Krieges und der Geheimnisse des Edikt des Oberherrn verkündet hast. Das hatten wir schon. Siren, vielleicht wird deine fortwährende ergebene Pflichterfüllung die Archonten an ihre eigene Verpflichtung dem Oberherrn gegenüber erinnern. Das kann man zumindest hoffen. Mit den Bemühungen vom Glück wird es gesegnet sein. Okay. Graven Ash protects. Ein Wildschwein. Gut. Zweifel, dass das Wildschwein uns spontan angreifen möchte. Ich sehe da hinten aber Idioten. Eine Erdhexenkapuze. Wäre das nicht was für dich? Entry. Vielleicht auch ein Stab. Was benutzt welchen Angriff? Warte. Magierstab und Steinbeherrschen. Nee, Steinbeherrschen hast du nicht. Das können wir, glaube ich, vergessen. Müssen sich auch noch eine Fähigkeit trainieren, die du überhaupt nicht hast. Können wir eh lieber bei deinem Fehlerkill bleiben. Vielleicht finden wir irgendwann mal einen hübschen Speer. Oder wenigstens für dich auch ein Schild. Aber wenn wir ein Schild finden, dann nehme ich den ersten, den wir kriegen. Tut mir leid. Slow and steady. Okay. Wann sind die Leute hier schlau genug, Fahnen aufzustellen? Ist es schlau genug, uns von dieser Seite aus zu nähern? Wir könnten uns besser von der Seite aus nähern, wo wir den Grenzläufer haben, als die schwer gepanzerten Leute. Von hier oben, wenn er durchkommen ist. So. Sind wir da genug dran? Ja. Könnt ihr mal versuchen, den Ganzläufer da auszuschalten? Wir buffen schon mal. You got it. Da ist er, Schicksalsbänder. Ja. Das auf jeden Fall. Giftet, sind wir super schön. So, jetzt vielleicht mal auf den Leuten auf dich ziehen. Der hat keine Feuerrüstung. Who says you can't teach an old dog to scratch? Nicht mehr im Angriff, dann würde ich mal sagen, kannst mal ein paar Schritte gehen. Dann bist du verwurzelt. Na gut, dann nicht. Natürlich gehen die alle auf Landry, ey, diese verdammten Pisser. If you, I'm not built for this sort of violence. Lass mal den da ablenken, dass er mal aufhört, Landry anzugreifen. Bin ich ein bisschen zu bunt hier. Um mal anfangen, die da hinten auszuschalten. So, ich sollte allerdings auch mal nicht vergessen, mich zu heilen. Little shit. Gut.
Rüstung aus. Da ist keine Feuerschutz. Geh weiter. Don't know about you, but I feel like... Aber warst du nicht mal Ziel, Lenchi? Das ist echt interessant, wie die manchmal super aggressiv auf ihn draufgehen. So. Gibt immer noch? Wie sieht's mit Heilung aus? Ich brauche Heilung, du brauchst Heilung. Heilen uns mal gegenseitig. Also heilen wir uns mal jeweils selber, meine ich damit. So. Aggressive Viecher, so. Kannst du den vielleicht mal von mir abdrängen hier? Würde mich gerne woanders jemanden angreifen. Irgendwie möglich wäre. Come and face my iron! Okay, danke schön. So, Lyra, nein, nicht wegrennen hier. Den nochmal angreifen. I'm not built for this. I feel faint. Was hat ihn denn am Ende noch umgehauen? Habe ich nicht verstanden. Hat er irgendwie Schaden über Zeit? Ich habe an den Buffs nichts gesehen. Irgendwie muss er dann noch, nachdem alle gestorben sind, noch Schaden bekommen haben. Verrückt. Let's be off. Euch. Ich höre euch. Ja, ist besser als beides, was du hast. Von daher nimmst du. Bist du einen davon? Sieht eigentlich mit dem Bogen aus. Ist genau das gleiche Scheiß. Okay. Gut, gut, dass wir darüber geredet haben. So, wie sieht's mit Tränken bei euch allen aus? Geht noch? Hope you fancy red. Attacks haben den Felsbrock mit Leichtigkeit bewegt. Magiesische Stärke könnte sich für die Eroberung von Vendrins Brunnen als nachhaltig erweisen. Ah, ein Schicksalsbinder. Was für ein Glücksfall. Für uns meine ich. Für Eidbrecher ganz und gar nicht. Nun beabsichtige doch nicht, für deine Hilfe stehen wir in deiner Schuld. Ich muss mit Kommandant Eisenkern sprechen. Obwohl, vielleicht können wir erstmal den Salut erwidern. Oh, mögen die Steine deine Schritte leiten. Mögst auf rechten Boden gehen, ohne zu wanken. Nun, ich würde gerne mit Kommandant Eisenkern sprechen. Ich fürchte, ich muss genügen, denn ich bin der Magier, der diesen Zug geführt. Ertexte heilsbar, zu euren Diensten. Moment, euer Kommandant ist nicht mitgekommen? Bei allem Respekt, Schicksalsbinder, aber das ist keine Sache, für die ich von dir Verständnis erwarte. Wir können Kern auf keinen Fall im Stein mehr zurücklassen. Da wir ihn erst vor kurzem entdeckt haben und jetzt dabei sind, zur Bewachung seiner Überreste vorzurichten, können wir keine weiteren Magier abstellen. Ganz besonders jetzt nicht, da der Tiermenschenstamm, der in Kerns letzten Tagen zu ihm geströmt ist, zunehmend territorial und streitsüchtig wird. Wieso? Was ist an Kern so wichtig? Kern mag zwar im Sterben liegen, aber ist noch nicht verloren. Und im Steinmeer liegt das Potenzial, sich der Macht eines Archonten nutzbar zu machen. Dafür sollte es fast unendlich viele Einsatzmöglichkeiten geben. Aber bis wir nicht die entsprechenden Forschungen anstellen, werden wir es nicht wissen. Und deshalb widersetzt sich Radix Aschs Befehlen? Mein Rang steht nicht zu, solche weitreichenden Beurteilungen anzustellen. Aber ich würde sagen, dass er sie auf seine eigene Weise nach bestem Ermessen interpretiert hat, statt sie rundweg abzulehnen. Er ist letztlich ein Mitglied der Eisenwache. Deine Entscheidungen, so schwierig auch sie auch sein mögen, werden unsere Unterwerfung der Stufen mit Sicherheit vorantreiben. Nur nicht, wenn der General und seine gesamte Armee tot sind. Aber wenn sie was? Aber was? Wie? Der Oberherr hat eine Edikt der Hinrichtung verordnet. Wenn wir den Brunnen nicht mit zu Chaos Sack der Schwerter erobert haben, werden wir alle hier sterben, Asch eingeschlossen.
Nun, Meister Radix, vor allem sollte ich über die schwere Situation nicht im Klaren. Hätten wir das gewusst, hätte gewiss die ganze Gilde herbeigeeilt. Nun, ungeachtet dessen sieht es danach aus, als ob wir aus euch niemanden hätten. Meldet euch bei Servius im geschmähten Lager, wenn wir weitere Befehle für euch haben. Zittrigen Nicken und noch zittrigen Salut versammelt der Airtexter seinen Zirkel. Mit eng verbunden murmelnd und vielleicht noch mit einem gedämpften Stimmen singend marschieren die Kampfmagier auf das Tal zu. No reason to tarry. Won't happen. So, außerdem haben wir Stufenaufstiege zu bewundern. Machst du die Waffe ausweichen? Wegen der Haltung. Ich der allergrößte Freund von. So. Zügung des Protokolls. Bewahrungssiegel, wenn die Gesundheitsverbindung zum Beispiel Grenze fällt, wird eine große Menge Gesundheit und das Siegel wird zerstört. Aktien gefallen Kameraden wieder zum Leben. Ich habe das Gefühl, meistens wird er der Erste sein, der stirbt. Deswegen. Das ist eine nette Idee, dass er versucht, Leute wiederzubeleben. Aber, So, mal Leben beherrschen wir besser wahrscheinlich. So. So, dann wissen hat sich mittlerweile auch ein bisschen verbessert. Außerdem haben wir mehr Dings. Mehr Akzente und sowas. Eine interessante Sache, die man wahrscheinlich nicht beim ersten Mal mitkriegt, ist, selbst für Buff-Zauber lohnen sich Präzisionssiegel-Modifikationen. Der Grund dafür ist, dass immer wenn ein Buff gewirkt wird, wird formal auch ein Angriffswurf durchgeführt wird. Allerdings kann er nicht fehlschlagen, weil das Ziel will ja schließlich den Buff bekommen. Allerdings kann der Buff critten. Das wird halt damit da drauf gewürfelt. Und mit erhöhten Genauigkeit kann man halt die Chance dafür, dass der Crit ausgelöst wird, erhöhen. Deswegen, wenn da ein Puffer für ist, um das auszulösen, lohnt sich bei, selbst bei Buff-Zauber lohnt sich immer so ein Siegel der Präzision. Meist mehr als die meisten anderen Sachen, die man drauf wirken könnte. Von daher machen wir dit. Aber ich glaube, Intensität kriegen wir noch nicht. Intensität erhöht das noch zu doll. Selbst dann haben wir dann plus 2,5 Stärke, was, ne, besonders gut ist. Dann hab ich lieber manchmal einen Crit und dann richtig gut. So. Außerdem haben wir hier noch eine bisschen andere Veränderung, nämlich, dass wir statt Feuerschaden Feuer-Frost-Schaden machen. Ich glaube, Feuer-Frost-Schaden sorgt dafür, dass mit dem Element verglichen wird bei der gegnerischen Verteidigung, gegen die der am wenigsten geschützt ist. Das heißt, wenn es der Gegner mehr Feuerresistenz hat, dann kriegt er halt Frostschaden stattdessen und wird eingefroren und so. Das macht Feuer- und Frostzauber ein bisschen variabler. Allerdings können wir auch stattdessen lieber Genauigkeitssiegel und Intensität drauf machen, weil dann haben wir sowieso einfach mehr Schaden. So hohe Rüstung gegen Feuer haben die aktuell sowieso noch nicht. Daher machen wir Ditte raus, dann machen wir das Genauigkeits rein, aktualisieren das. So, hier brauchen wir genauso wenig die Reichweite. Feuerball hat sowieso schon ziemlich harte Reichweite. Da können wir besser Genauigkeit machen. Tiefe sollte eigentlich auch noch Platz sein. Nee, anscheinend nicht. Das braucht 20. Ja. Falls euch das mit dem Wirkungsbereich ein bisschen komisch vorkommt aktuell. Immer wenn ich das wirke, sieht man so einen Aktionsbereich von dem. Und ich wirke das auch, obwohl da manchmal meine eigenen Leute drinstehen. Der Aktionsbereich, es gibt zwei verschiedene Arten von Aktionsbereichen. Einen harten Aktionsbereich und einen weichen Aktionsbereich, nenne ich das jetzt mal.
In dem harten Aktionsbereich wird alles getroffen, was da im Ziel ist. Also wenn das irgendein Zauber mit irgendeinem Flächenschaden ist, selbst wenn da Verbündete drinstehen, dann werden die Verbündete von dem Effekt getroffen. In dem weichen Aktionsbereich werden allerdings nur Feinde von dem Zauber getroffen. Frag mich nicht, wie das genau funktionieren soll. Dass ich einen Feuerball wirke und obwohl der Gegner direkt daneben steht, Schaden kriegt, mein eigentlich näherer Gruppenkollege keinen Schaden bekommt. Aber, keine Ahnung, die bereitet sich dafür vor, weichen ihr Schild aus oder was weiß ich was da genau passieren soll. Jedenfalls, falls ihr euch wundert, warum ich das manchmal in Gruppen in meine eigene Gruppe reinwerfe, dann hat das halt damit zu tun, dass man das machen kann. Zu einem gewissen Umfang zumindest kann man das machen. So, okay. Ja. Neuigkeit kriegen wir nicht mehr mit rein. Hier können wir das rausmachen, das reinmachen. So. Of course. Dann weiter. Dann sollten wir jetzt die Echo-Ruf-Kreuzung einnehmen. Andrew ist zwar schon verletzt, aber eigentlich ist es bei ihm relativ egal, wie viel Leben er hat. Ehrlich zu sein. Wir müssen immer versuchen, Wege zu finden, ihn aus dem Kampf rauszuhalten, dass der Gegner ihn nicht angreift, weil der Gegner ist meist schlau genug, um zu versuchen, den Heiler als erstes anzugreifen. Was eine gute Strategie ist, ja. Deswegen, aber wir müssen halt versuchen, ihn so weit im Idealfall rauszuhalten, dass es nicht zu einem Problem wird. Ja, das sieht der Schlacht, wir müssen umgehend mitsingen. Also. Was haben wir denn hier? Wir haben ja schon jede Menge Verletzte. Ist ja grandios. So, ich habe gehört, Antio würde die Schlacht anführen. Ja, zurück! Defensivformation beibehalten! Der atemlose Gespätenkommandant umklammert seine blutverschmierte Brust, während er tief einatmet und seine Gedanken sammelt. Er konzentriert sich auf die verstreuten, verwundeten Männer um sich herum und hat sich deshalb noch nicht dich bemerkt. Der Plan ist ein gewaltiger Erfolg gewesen. Die meisten deiner Truppen tot. Eine Brücke zerstört. Und die Venienwache hat uns dorthin zurückgedrängt, wo wir angefangen haben. Meine Herrschaften, darf ich vorstellen, das Beste, was der Norden zu bieten hat. Was planst du für den nächsten Akt? Hätte diese Güter an der Spitze gebraucht. Führe meine Strategie nicht, nachdem du gegen sie gearbeitet hast. Wir hätten sie packen können. Was passiert hier? Sollte ich nicht auf der anderen Seite der Brücke sein? Wir versuchten, die westliche Brücke zu stürmen. Schlag um Schlag schlugen wir sie in die Flucht, aber auf halbem Weg über den Flussmann passiert ist. Das ganze beschissene Wasser spielte verrückt. Der verfuchte Matani verschluckte die Brücke und fast jeden darauf. Die einzigen echten Soldaten, die wir übrig hatten, sind scharlachrote Wüter, die ziemlich gerissen in die Flanke geschickt hatte. Waffen uns hielten stand, aber trotzdem ging der Vorteil verloren. Wir mussten uns zurückziehen. Als wir es taten, stürmten die Altbrecher über die östliche Brücke. Wir hatten unsere Stellung, bis sie zurück über den Fluss flohen, aber jetzt sind wir wieder da, wo wir angefangen haben und haben noch einen Bruchteil unserer Stärke. Nun, ein Mitglied der Schule der Gezeiten ist noch am Leben und arbeitet mit der Vendrin-Wache zusammen. Ich kann dir versichern, dass sie die Schuldige ist. Oh, das würde es erklären. Am anderen Flussufer sah ich eine blau geteilte Frau stehen und sie schien nicht mit anderen zu passen. Hätten wir unsere Kräfte auf einen perfekten Ausfall konzentriert, wären wir über die Brücke gewesen, bevor der Feind begreifen konnte, was ihn getötet hat. Aber es ist nicht zu spät. Wir können die scharlachroten Wüter zum... Nein, du Narr! Hör mit deinen Vorschlägen auf, die meine Bande umbringt. Aber sei doch für Eidbrecher. Wir sollten warten, bis der Feind nicht mehr in höchster Alarmbereitschaft ist. Was würdest du denn vorschlagen, wenn du Antios Plan nicht gut findest? Es gibt Zeit für Initiative und eine Zeit für Geduld. Wir sollten einen anderen Flussabschnitt probieren oder später zurückkommen. Der Feind beobachtet uns jetzt zu genau. Hast du eigentlich damit, Chaos Addict zu erleben? Vielleicht Bitterwitz, aber ich werde dich mir auf dem Rücken binden und alleine über die Brücke stürmen, wenn nichts zu tun, aber steht außer Frage. Tja, wir können hier rumsitzen und warten, bis uns Chaos das Edikt umbringt, oder wir können was unternehmen. Wenn es eine Handlung wegen Beschwerden wäre, würde ich dir die Führung überlassen, aber wir reden hier über das Leben meiner Bande. Rekruten sind williges Gesindel, Wüter dagegen. Ich habe hart dafür gearbeitet, die Loyalität meiner Bande zu sichern. Ich werde gestandene Krieger doch nicht für einen so tollhaften Plan verschwenden. Vermutlich werde ich Nerats Stimmen sagen müssen, dass sich seine Agenten bei Widerstand weich und feige verhielten. Hä? Meinst du aber deine Worte würden... Ich meinte, vielleicht hat der Schicksalsbinder recht. Antio hat das Kommando. Wenn du die Archonten das nächste Mal triffst, dann sagt der Ratsstimme, dass ich bei der Flussüberquerung eine wichtige Rolle gespielt habe. Einfach so? Nein, warte, ich werde es nicht hinterfragen. Ja, danke? Danke. Genau, du sollst mir besser danken und dem Schicksalsbinder auch. Wir haben die Geschmieden immer und immer wieder gerettet. Warum macht das einmal mehr schon nichts aus? Hör zu, für dieses Manöver brauchen meine Wüter ein bisschen, um aus der Deckung zu kommen. Schicksalsbinder, du musst die östliche Brücke hochrennen. Sieh zu, dass du nicht getötet wirst. Sieh bloß ihre Aufmerksamkeit auf sich. Ich werde meinen Wütern signalisieren, ein Seil rüber zu schicken, wenn du sie beschäftigst.
Wir haben keine Zeit zu verlieren. Hoffentlich schafft das deine Bande. Danke, Schicksalsbinder, und gute Jagd. Großartig, wir sind die Ablenkung. Wir gehen erstmal nochmal hier rum, um zu schauen, dass wir nicht irgendwie in den Rücken gefallen werden, wenn wir da einen Entlastungsangriff versuchen. Hier fahren wir jede Menge Tote. Do you have eyes on this? I'll be your shadow. Falle. Interesting. Und noch eine Falle. Sag mal, die wollen es auch wirklich wissen hier, die Herren. So, haben wir noch eine Falle? Nein, ihr habt nicht nur eine zweite Backup-Falle. Traurig, meine Herren. Ganz traurig. I'll do it for the North. Ganz traurig. Wir machen das diesmal ein bisschen anders. Wir buffen uns vorher schon mal. Man kann auch außerhalb des Kampfes Zauber wirken. Die laufen halt nur die ganze Zeit schon. I will... So. Weiter. So. Wir kümmern uns um den, ne? Alright, let's do this! Okay. Ach Gott, verdammt, warum musst du den jetzt vorher schon umbringen? Ach, Lyra, nimmst du die ganzen Kills hier weg, Mann? No reason to tarry. So, wir sollten sie ablenken. Hallo? Du da und du. Hier rüber mit euch, meine, die Geschmähten sind zurück. Wahrscheinlich haben sie ein paar Wurfspeere vergessen. Sei doch so lieb und werf sie ihnen zurück, ja? Reißt ihre Augen immer weiter auf, als sie ihr Gesicht zu erkennen beginnt. Friedensbinder? Es ist kein normaler Geschmähtenkrieger, das ist der verdammte Friedensbinder. Erst der Waffenstillstand und der Kapitulation. Würdest du uns dann all die Abkommen vorhalten, die wir in diesem Aufstand gebrochen haben? Rohan hat von dir gesprochen. Er sagt, du bist vielleicht nicht so wie die anderen. Ich hoffe wirklich, dass er recht hat. Die Pelox-Jungs sind schließlich nicht wegen ihrer Intelligenz bei uns. Er schwor auf seine Mutter, dass ihm und seinen Leuten die Gnade gezeigt wurde, aber jetzt sehe ich dich beim Feind und... dein Wappen ist das Haus Matani. Verzeih, dass der Konflikt deinen Fluss beschmutzt. Ich fühle mich geehrt und hoffe, dass der Kummer auf Fluss abwärts gespürt wird. Möge ich der Fluss durch das Tal geleiten. Deine Freunde scheinen den Großteil der Kampfgruppen verloren zu haben. Vielleicht irgendwo in meinem Fluss? Meine Familie beschützt den Fluss schon seit 6 Generationen, deswegen kann man bei all den Plünderern und Vagabunden, die wir an die Aale verfüttern mussten, gleich einen Überblick verlieren. Falls ich mit einem Sprung aus vollem Lauf riskieren will, sitzt du hier fest. Vielleicht solltest du flussabwärts bei der Ruhe Sanftkreuzung probieren. Sonst noch mehr von unseren Kriegern und sie werden dich bestimmt genauso gerne töten. Nun, wie wär's denn, wenn ihr diese Brücke senkt und euch ergebt? Haltet euch gut einmal für eine Sekunde still. Ich habe genau für diesen Moment eine Erklärung von Hauptmann Ari vorbereitet. Greift den Gürtel und zieht an ihrer Hand mit einem spitzbübischen Gesicht wieder vor. Die Hand aber zeigt die örtliche Geste für einen Penis. Warte, ich habe mir noch ein zweites Send-Schreiben. Sie gibt vor, ihre Taschen erneut zu durchsuchen, bevor sie ihre Phallus-Geste abermals zeigt. So amüsant ich diese beide gleich auch finde, es sieht aus, als ob hätte sie sich unser Ablenkungsmanöver ausgezahlt. Schicksalsbinder, ich würde da nicht stehen bleiben. Die Sturmressourcen sind ziemlich unberechenbar. Let's be off. So, dann sollten wir uns bei unseren Leuten zurückmelden. Vorher können wir nochmal schauen, was hier los ist. Dann gibt es hier noch versteckten Loot. Und wenn ich eins mag, dann ist es Loot. Ja, das sieht mir noch einen besseren Bogen aus. Meist neu so süßes Lust ist, wie dieses sind verlassen. Wenige Einwohner von Apex glauben, dass das Hissen der blauen Flagge von Karos und Streitkräften respektiert wird. Ich glaube, das Soldat ist von vielen Wunden gezeichnet, die kalten Leichname von zwei älteren Dörfern und Dingen in der Nähe, zwei Opfer, die er nicht beschützen konnte.
Ja. So. Gut gemacht. Wenn du mit den Erdbrechern rumgespielt hast, hatten meine Bande die Gelegenheit, ein Seil an einer gestützten Brücke da oben festzumachen. Die Wüter warten auf sich, dir im Kampf anzuschließen. Gut. Wie lautet der Plan jetzt? Plan ist, diese Brücke darab zu senken. Meine Krüge können in Rüstung schließlich nicht schwimmen. Die leichten Truppen, er deutet direkt auf dich, können den Fluss über das Seil überqueren und dann die Brücken herabsenken. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Wir gehen mit dem Seil rüber, hm? Diesmal würde ich empfehlen, dass ich als Letzter gehe. Außer sei stimme ich Antonio zu. Meine Bande wurde entdeckt. Geh sofort, bevor sie überwältigt werden. Dann gehen wir rüber. Ja, es sieht aus, als ob die Bande zerstört wurde. Your days end here! Hallo? Vielleicht können wir noch was dagegen tun. War ich hier erstmal der Abwechslung. No dice. Come and feast my iron! So, du bist Bogenschütze. Okay. Was sind eure persönlichen Meinungen zu Feuer? Oh, danke für die Heilung. Ich wollte gerade sagen, ich möchte mich da nicht mal heilen, aber. So. Ja, wer hat gerade den Typen umgebracht? Schade, rote Wüte anscheinend. Schade. So. Was ist ein Magierwirker da? Hörer? My miss! So. Ich nochmal mal Heilung. Jawohl. Ich kann die Wüterin leider nicht heilen. Sonst hätte ich es tatsächlich getan, denke ich. I'm not dead yet. Dachte du, das wär's für mich. Geh weiter, Schicksalsbänder. Ich kann dir jetzt nicht mehr helfen. Mhm. Frost? Warte mal, wäre das nicht was für dich, Landry? Hast du schon? Was sieht vielleicht besser aus, als was du so hast? Schauen wir mal. So. Im Vergleich zu der Feder, mehr Reichweite? Rüstungsdurchbohrung und weniger Genauigkeit. Aber dafür trainieren wir auch gleichzeitig Frost beherrschen, zusätzlich zum Magierstab. Und daher probieren wir das jetzt mal. Kairos' Butchers have come! Flee! Rückzug! Es sind so viele, sie haben den Fluss überquert. Zieht euch zurück!
So, wir beschwenken mal bedrohlich unsere Waffe. Wehrt euch nur, wenn ihr Waisen zurücklassen wollt. Einer der Soldaten ergreift angesichts seiner Schmähung die Panik. Er verlässt die Formation, um zu fliehen. So, was haben wir denn hier? Meine Ehrenwache, der kämpft nicht mit. Sonnenwache. Schön, wenn du den ablenkst. Dann kümmern wir uns gleich um den nächsten Nicht-Tank von denen. I'm not here to make friends. So, wir müssen mit denen angreifen. Let's do it, you and me! Mann, wieso wechselst du schon wieder das Ziel, verdammt? Lass den verdammten Scheiß. So. Einige Gegner weniger. Wir sollten die Brücke hochfahren. Runterlassen meine ich, nicht hochfahren. Aussagen der Arbeitsschicksalsbinder werden die Brücke gegen jede feindliche Verstärkung halten. Okay, also ich soll jetzt alleine dann in die Stadt gehen und aufräumen. Ich sehe das schon. Nur mal selber Hand anlegen und helfen. Nee, warum? Das kann ja jeder. Ihr wollt jetzt wirklich da stehen bleiben, meine Herren? Meine Soldaten haben den Preis für die Inkompetenz der Geschmähten bezahlt. Wir wollen mal nicht vergessen, wer die obere Brücke möglich gemacht hat. Morgen der Arbeit bleibt nur noch Hauptmann Natani im Norden übrig. Ja. Na, großartig. Muss hier allen Scheiß selber machen. So. So, das gibt uns auch noch einen Bonus, wenn wir in der Nähe von dem Ziel sind. Das halte ich aber für nicht ganz so hilfreich, weil halt ein bisschen schwierig ist, auch noch die Leute um das Ziel herum zu haben. Wenn ein Ziel gedebufft wird, dann ist das Ziel gedebufft, aber jetzt halt dafür zu sorgen, dass auch noch meine Leute um das Ziel herum stehen und sich halt nur in Kämpfen von so einzelnen Leuten. So, aber ich würde das noch irgendwann gerne freischalten. Wir haben nämlich zusätzliche Zauberplätze für jeden in der Gruppe. Ich glaube, ich würde aber Bandelier lieber lernen, als jetzt irgendwas von den anderen Sachen hier. Dann kriegen nämlich unsere Gegenstände, die wir einsetzen, sind effektiver. Dann setze ich die vielleicht mal häufiger ein. Scherz! I'd have it no other way. So. Wie geht's? Obwohl, wo ich gerade so die Zeit sehe, sollte ich vielleicht eine Pause einlegen hier. In der nächsten Folge werden wir das Dorf Echoruf sicherstellen. Ne? Da wird bestimmt kein Blut vergossen werden. Irgendwelche Leute werden sich sicherlich nicht in den Weg stellen, sondern wir werden schön friedlich mit denen ein Tässchen Tee trinken und denen erklären, dass es keine gute Idee ist, uns Widerstand zu leisten. Genau das wird passieren. Sehen wir beim nächsten Mal dann. Bis dann. Tschüss.